einer meiner besten Kumpels, den habe ich kennengelernt und habe mich als Jakub Jalcinkaya vorgestellt. Der war dabei, einen John Sinclair zu kaufen. Er sagte, Arsch, du verarschst mich. Ich sagte, nein, ich bin Jakub Jalcinkaya. Laberland. Ich sagte, wirklich? Ich bin das. Ich bin das. Das wollte man gar nicht glauben. Heute sind wir seit etlichen Jahren befreundet. Ja, der wusste gar nicht. Ich dachte, ich wäre nur so eine Fantasiefigur. Ich sage, nein, mich gibt's wirklich. Kann ich nur bestätigen. Terra pestem teneto, salus hic maneto. Hallo und herzlich willkommen, liebe John Sinclair-Fans, bei John Sinclair Night Talk. Mein Name ist Hannes Bender und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Jakub Jalcinkaya. Richtig? Yay, Jakub, grüß dich. Ich bin stolz auf dich. Es ist eine große Ehre. Ich habe schon mit sehr vielen Menschen gesprochen hier bei John Sinclair Night Talk, aber ich habe noch nie mit einer realen John Sinclair-Figur gesprochen. Du bist tatsächlich ein echter John Sinclair-Charakter. Du kommst in den Sinclair-Roman vor. In 18 Romanen, ja. Wie, um Gottes Willen, was ist da passiert? Wie hast du es geschafft, als echter Mensch zu einem John Sinclair-Charakter zu werden? Ich war 13 Jahre alt, da habe ich das erste Mal einen John Sinclair-Roman gelesen, aus der Gespensterkrimi-Serie. Ja. Ein Schulkollege von mir, der hat mir das gezeigt und sagt, hier, lies das mal, das ist gut, das ist John Sinclair. Ich sage, kenne ich, Gespensterkrimi kenne ich, John Sinclair ist der Beste, lies das mal. Ich sage, okay, gucke ich mal kurz rein, nach drei Blättern dachte ich, naja, ich höre gleich auf. Nein, ich habe es durchgelesen, hammermäßig, Mann, endlich mal was anderes, endlich mal smarter, richtig Draufgänger, nicht einfach nur, richtig, hat mir gefallen. Ja. Die ganzen Gags da drin, die ganzen Romane, die ganzen Gruselgeschichten, die Spannung da drin. Wow, das war's, davon will ich mehr. Jetzt habe ich Hunger, jetzt habe ich Blut geleckt. Super, wer noch nie John Sinclair gelesen hat, der ist jetzt angefixt. Also genau. Ich glaube, das war die beste John Sinclair-Werbung, die ich je gehört habe. Ja, also wie gesagt, auf Deutsch gesagt, Blut geleckt. Da habe ich gesehen, oh, da möchte den nächsten. Und dann kamen die alle 14 Tage und zwischendurch immer wieder. Und dann irgendwann gab es die allererste John Sinclair-Serie. Das erste Heft im Nachtclub der Vampire. Richtig. Und ich da reingelesen. Wow, toll. Dann, da ich ja künstlerisch begabt bin, habe ich dann angefangen, auch Skizzen zu machen. Und ich habe als Kind nie Taschengeld gekriegt, weil mein Vater hat gesagt, komm, ist nicht. Da habe ich angefangen, aus Alufolie und Figuren zu bauen und auch meine Figuren zu verkaufen und Zeichnungen zu zeigen. Und mein Taschengeld mit selbst verdient. Und irgendwann mal hieß es dann Fandom, John Sinclair, Jason Dark, meinen Helden selber treffen. Jason Dark selber treffen. Klasse, da gehe ich hin. Wann war das? Das war 83 oder 84. Ja? Ich bin nicht ganz sicher. Warte, weil damals waren ja so Fanclub-Treffen, ja, und so weiter. Das gab es ja nicht so oft. Nein. Das war ja relativ selten. Heute hat man Comic-Con und alle möglichen Sachen und so Conventions. Aber damals war das selten. Wo war das? Das war in Neuss. Okay. Und da haben wir uns getroffen in so einer Kneipe, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber nahe Bahnhof. Und da habe ich ihm das erste Mal diese John Sinclair-Figur überreicht. Und er sagt, wow, das ist ja schön, Holz geschnitzt, aus Eier, mit viel Liebe. Eine ganze Woche dran gesessen, geschnitzt, schnitzen kann ich. Damals schon als Kind, ja, schon. Ja, schnitzen kann er, der kann auch einiges mehr, der Kollege hier. Also er untertreibt gerade so ein bisschen. Gut. Chefdesigner am Dinopark Münchhagen gewesen, jahrelang. Ja. Und ich baue Dinosaurier in Originalgröße für Museen, für Ausstellungen, für Themenparks. Und Jason Dark war so überrascht von dieser Figur und gesagt, das hast du geschnitzt? Du junger Bengel? Ja. Da war ich 19. Und ich sagte, Mensch, was kriegst du denn dafür? Ich sagte, pass mal auf. Scherzhalber habe ich gesagt, erwähne mich mal in Romanen, wäre ich als Figur mal eben mal. Schreib mal so einen Roman über mich, dann ist alles. Dann hat er gefragt, was kannst du denn? Ich sage, ich mache Kampfsport, ich mache Kokosnüsse mit der Hände auf, kann ich heute noch. Ja, ich sage dann, Mensch, was machen wir da, was machen wir noch? Ich sage, wie wäre es mit Kämpfer, also Ninja zum Beispiel, damals waren die Ninja-Filme sehr populär. Damals 80er Jahre, ganz richtig, klar. Richtig. Als Ninja-Figur, ja, so ein bisschen magisch angehaucht, Ninja-Magie, da kriege ich ihn, sage, mache ich. Ja, dann hat er mich erwähnt. In den Roman, auch in der Leseseite, und hat meinen Namen natürlich falsch geschrieben. egal. Kommt vor. Na gut, und dann kam das immer wieder, und dann gab es Rückruf, wir haben uns immer wieder getroffen, und zu seinem 40. Geburtstag war ich auch eingeladen. Alles zusammen, weil das ganze Fandom war dabei, habe ich ihm noch ein Porträt gezeichnet. War eine tolle Zeit. Und
In den 18 Romanen hat er mich erwähnt und immer wieder. Und irgendwann sagt er, Jakob, ich muss dich leider sterben lassen. Ich sage, dieser Jugendschutz, die Moment, ich muss mal kurz intervenieren. Was heißt denn, er hat dich erwähnt? Du warst eine richtige Figur. Ich war in 18 Romanen, bin ich vorgekommen. Auch in einem Taschenbuch und an anderen Heften. Du warst Ninja. Ninja-Kämpfer, genau. Aber also ein bisschen magisch, also hatte Magie drauf. Und wer sich dafür interessiert, du kommst auch in den aktuellen Hörspielen. Jetzt gerade im Moment bist du drin. Du sprichst dich nicht selbst. Nein. Das ist aber auch, wie ist das denn, wenn du so, ich nehme an, du hast die Hörspiele natürlich auch alle gehört. Ich habe sie gehört, ich fand sie interessant, nett. Hätte man mich gefragt, hätte ich auch gesagt, ja, gerne. Also da ich auch schauspielerisch begabt bin, weil Leinerfahrung, Bühne und so weiter, das habe ich auch drauf. Aber was, wenn ich meine, das ist ja jetzt einige Jahre her jetzt schon und Sinclair ist ja auch durch die Hörspiele immer noch ein großes Thema und es gibt immer noch die Romane und Jubiläen und Treffen und so weiter und du bist jetzt gerade durch die Hörspiele jetzt ja gerade wieder aktuell auch quasi in aller Munde. Was macht das mit dir, wenn du überlegst, du warst 19, als das angefangen hat, ungefähr 18, 19, man kann sagen fast noch Teenager und jetzt bist du immer noch dieser Ninja in den Romanen. Und in den Hörspielen. Richtig. Das ist wie soll ich das erklären? Das erste Mal verliebt sein vielleicht, das Gefühl. Ist das schön. Schmetterlinge im Bauch. Ja, ich meine, ihr habt ja euch, wenn du das so erzählst, ihr habt euch damals getroffen in Neuss. Ich glaube auch, es lag daran, weil ich glaube, der erste Sinclair Fanclub war, glaube ich, aus der Ecke. Richtig. Neuss oder in Meerbusch. Richtig. So, ich erinnere mich auch, ich bin ja auch Kind der 80er Jahre und habe dann auch immer die Leserbriefseite gelesen. Wahrscheinlich habe ich auch über dich gelesen, aber ohne zu wissen, dass wir uns jemals irgendwann mal durch eine Glasscheibe sprechen werden darüber. Ja. Und, aber man kann wirklich sagen, du und Jason, ihr habt euch gegenseitig befruchtet, will ich jetzt nicht sagen, aber inspiriert auf jeden Fall. Und ihr seid auch seitdem, man kann es sagen, auch richtig Freunde. Wir sind befreundet, ja. Irgendwann hat er mir die Telefonnummer weggenommen. Man kann nicht alles haben. Aber es fing alles mit dieser kleinen Holzfigur, mit dieser selbstgeschnittenen. Die war etwa 30 cm. Okay, mit dieser 30 cm großen Holzfigur. Und zu Sir Jasons 75. Geburtstag hast du etwas ganz Besonderes gemacht. Richtig, eine 2 Meter große Figur für seinen Garten. Ich glaube, er hat einen Garten oder Wohnzimmer, ich weiß es nicht. Von dir selber? Nein, von John Sinclair, nicht von mir selber. Von mir selber habe ich genug Figuren. Zeichnungen, Figuren. Ich bin Künstler. Gib mir eine Farbe, gib mir Pinsel und ich habe Geld. Und wie hast du die, du hast eine 2 Meter große Holzfigur? Oder? Nein, die war aus Styrolur. Okay. Und das gegossen ist oder was Baumaterial. Ist? Baumaterial. Das ist einfach nur, kriegt man in jedem Baumarkt. Okay. Diese Figur kann man schnitzen, malen, modellieren. Da habe ich ja so wirklich Nächte um die Ohren gehauen, um das rechtzeitig fertig zu kriegen. Und dann hatte ich einen kleinen Fauxpas gemacht. Ich wollte die mit Bronze eigentlich anstreichen. Die Farbe hat nicht richtig hingehauen. Ich so, doch mal richtig nochmal dran gegangen. Die Nacht durch den Morgen gehauen, rechtzeitig zum Termin abgegeben. Und dann höre ich nach, es sollte doch Bronze sein. Eigentlich ja. Die Farbe hat nicht richtig funktioniert. Aber also trotzdem. Du hast es zeitgerecht abgegeben. Jakob, du bist nicht nur Bildhauer, Künstler, du bist auch Zeichner. Richtig. Und du hast auch einige Sinclair-Cover-Motive. Sinclair nicht. Okay. Professor Zamora. Okay. Die habe ich gemacht. Und da hat mich ein Redakteur und auch Jason hat mich damals auch inspiriert und gesagt: Mach, du kannst gut zeichnen. Knie dich hin, du bist wie ein ungeschliffener Diamant, also haut rein. Also auch ein paar andere Autoren haben gesagt, du kannst zeichnen. Ich sage, ich hatte ein bisschen Bammel, sagen wir so. Und habe gesagt, gemalt, abgegeben. Und etwa, glaube ich, nach 20 Stück, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie viele Fehlschläge ich gemacht habe, haben gesagt, das ist es, das nehmen wir. Aber das ist ja das, was bei Kunst auch, und glaube nicht nur in der Literatur, sondern auch bei der bildenden Kunst auch immer wichtig ist, dass man das erstmal macht, egal ob es klappt oder nicht. Richtig. Ne? Dranbleiben. Wenn du nicht dranbleibst, bist du weg. Ja. Wer aufhört, immer besser zu werden, hat irgendwann auf, gut zu sein. Fühlst du dich denn durch deinen Charakter bei John Sinclair, durch den Ninja, persönlich auch repräsentiert? Da ich seit meinem 12. Lebensjahr Kampfsport mache. Ich wollte jetzt mal auf deine bescheidenen Knöpfe drücken, aber das geht nicht. Welche bei Knöpfe? Dir. Das ist welche bescheidenen Knöpfe? Bescheidenheit ist eine Zier. Es geht Stellst um du dich auch so vor? Hallo, ich bin Künstler und Sie kennen mich vielleicht aus John Sinclair. Die meisten Menschen kennen mich durch meine Arbeiten. Ja. Auch durch John Sinclair. Insider, wenn sie sagen,
Ein Beispiel. Einer meiner besten Kumpels, den habe ich kennengelernt und habe mich als Jakob Jalczynkaja vorgestellt. Der war dabei, einen John Sinclair zu kaufen. Er sagte, arsch, du verarscht mich. Ich sagte, nein, ich bin Jakob Jalczynkaja. Laberland. Ich sagte, wirklich? Ich bin das. Ich bin das. Das wollte man gar nicht glauben. Heute sind wir seit etlichen Jahren befreundet. Ja, der wusste gar nicht. Ich dachte, ich wäre nur so eine Fantasiefigur. Ich sage, nein, mich gibt's wirklich. Kann ich nur bestätigen, ihn gibt es tatsächlich. Jakob, lass uns doch einfach mal ein paar Bilder von dir mal angucken, weil du hast ein paar schöne Zeichnungen mitgebracht. Du hast es erwähnt, du machst Dinosaurier in Originalgröße. In Originalgröße. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als Kind gab es in Bottrop den Traumlandpark. Ja. Und da standen große Dinosaurier, das ist, glaube ich, jetzt Moviepark heißt es, glaube ich, Bottrop jetzt, war dann Bavariapark. Und die Sensation waren diese riesengroßen, originalgroßen Dinosaurier. Richtig. Kannst du dich da auch dran erinnern? Oder? Ja, ich war schon ein paar Mal da. Aber wir haben da keine Figuren hingestellt. Also keine von meinen Figuren ist da. Meine Figuren kann man in Münchhagen sehen, in Lochem. Okay. Das ist nähe Steinhuder Meer, ja. Etwa 45 Kilometer von Hannover entfernt. Ja. Da sind also lebensgroße Figuren von mir über 100 Stück. Und von dir oder von Dinosauriern? Von Dinosauriern. Das würde mich jetzt irritieren, wenn lebensgroße Figuren, über 100 lebensgroße Figuren von dir da rumstehen würden. Das finde ich doch ein bisschen, wäre doch ein bisschen übertrieben. Aber möglich. Hier, wunderbar. Also wie entsteht so ein Dinosaurier? Wie kriegst du so einen Brontosaurus hin in der Größe? Nach wissenschaftlichen Angaben. Also es geht nicht über meine Fantasie, sondern ein Wissenschaftler. Wir arbeiten mit namhaften Wissenschaftlern zusammen. Die kommen, sagen, hier, so soll es aussehen. Mhm. Und da wir mit Hannover, auch im Landesmuseum Hannover arbeiten, wir haben auch einen wissenschaftlichen Kurator da, der uns sagt, wie das gemacht wird. Mhm. Und danach wird eine Zeichnung auf einen großen Styroporblock aufgetragen. Dann wird das rausgeschnitzt mit heißem Draht, mit Drahtbürste, mit Säge, Messer, bis die Figur halt eben fertig ist. Erst in der kleinen Größe und dann in groß? Nein, gleich groß. Direkt groß? Gleich direkt groß. Und Statik und alles, damit das nicht umkippt, wird alles berechnet und... Richtig, genau so sieht's aus. Großartig. Also von Tyrannosaurus Rex bis zum den größten Dinosaurier der Welt, das ist zum Beispiel der da, genau. Das ist im größten Vergleich Mensch, Dinosaurier. Der steht jetzt in Argentinien und heißt, als Megatitan hieß der die Arbeitstitel und der heißt jetzt Majorum Patagonum. Ist ein schwieriger Name, oder aber so heißt er. Wie wir der ist 2013 gefunden worden. Ja. Und wir haben ihn 2016 fertig gemacht und nach Argentinien abgeliefert. Das ist aber auch ein Rekord. 2013 finden und 2016 fertig machen. Nein, Wissenschaftler bist du natürlich ist klar. Aber ich habe 2,5 Monate gebraucht. Du machst nicht nur Dinosaurier, du hast auch noch andere schöne Sachen mitgebracht. Wir gucken einfach mal hier. Winnie the Pooh. Genau. Haben wir hier mal ein bisschen was anderes als John Sinclair. Ein bisschen auch für viele auch nicht ungruselig. So, da kommen ein paar Porträts und ich glaube, den Kollegen kenne ich. Ja. Ist das nicht der liebe Ian Rolf Hill? Richtig. Den du da porträtierst, unser Richtig. Lieber Florian Hilleberg mit seiner Katze. Richtig. Das ist sehr schön. Das ist Bleistift alles? Richtig, das Bleistift. Ist das dein Lieblingsmaterial, Bleistiftpapier? Bleistiftpapier, damit arbeite ich vor. Ja. Und dann kommen natürlich Farbe, Pinsel, Airbrush. Also gib mir Material und ich mache was draus. Zeig ich noch mal ein paar? Nur hier. Zu. Hier, Fantasy, Grusel. Wer ist das hier? Ist das Kara? Nee. Das ist nicht Kara, das ist Denise, die gerade einen Vampir das Herz rausreißt. Sowas macht man nicht. Gut, schauen wir mal weiter hier. Gruselmotive an der Zahl. Aber ich hab auch einen Nachbarshund. Den Nachbarshund, ach, der ist sehr schön. Der ist sehr schön. Genau. Alles sehr naturalistisch. Was können wir denn jetzt von dir jetzt noch erwarten? Demnächst, außer riesengroße, lebensgroße Dinosaurier und 2 Meter große John Sinclairs, was hast du vor als nächstes? Was sind deine Pläne? Eigentlich hatte ich vor, einen eigenen Dinosaurierpark aufzubauen. Okay. Hat nicht hingehauen, aus dem einfachen Grunde, scheiß Corona-Zeit. Ja. Schwierigkeiten mit den Beamten, Schwierigkeiten auch mit der Stadt haben. Ja. Auch mit dem Land und so weiter. Es ist genug Land da, es ist genug Möglichkeiten da, ich habe genug Investoren. Ich finde, es gibt so viele furchtbare Steingärten in Deutschland. Ja. Da sollten die Leute doch stattdessen mal lieber einen von deinen Dinosaurier sich vors Haus stellen. Was hältst du denn davon? Wäre eine verdammt gute Idee. Vielleicht einfach mal melden bei Vater, eine verdammt gute Idee. Das ist eine Hammergeschichte, ein echter John Sinclair. Ich sehe hier gerade Harley Quinn. Muss ich mal kurz gucken hier, das ist total schön. Richtig toll. Bildhauer, Zeichner, Teilzeit-Ninja,
Jakob, das war ein großes Vergnügen, mit dir zu reden, mal einen echten John Sinclair Charakter zu treffen, beziehungsweise jemand, der Jason Dark zu dem inspiriert hat. Ja. Und ich wünsche dir alles Gute und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann liked und abonniert diesen Kanal. Schreibt uns doch einfach mal auch einen Kommentar oder geht zu johnsinclair.de und guckt, was wir alles so Neues vorhaben. Hört den John Sinclair Podcast und schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei John Sinclair Night Talk. Angenehmes Gruseln allerseits. Vielen Dank. Hab euch lieb. Mama, Papa, ich bin im Fernsehen.